So, ich habe ja nun gestern bei meinem Freund übernachtet und bin jetzt auch mal wieder zu Hause. Es ist jetzt schon 11:45 Uhr. Ich habe mir jetzt mal Frühstück gemacht. Eben habe ich schon eine halbe Birne gegessen und jetzt gibt es bei mir noch eine Schüssel mit zarten Haferflocken, ein bisschen Kokosmilch und Wasser. Oben drauf sind noch ein paar rote Weintrauben, eigentlich so, wie ich es am liebsten immer esse. Und dazu gibt es wie immer eine Tasse Blueberry Muffin Tee. Hallo Leute, ich wollte euch mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ich sitze gerade bei meiner Schwester im Zimmer und habe aufgeräumt und Staub gewischt und ich denke, ich saug dann auch mal durch. Es sieht immer so chaotisch in dem Zimmer aus und ich dachte mir, wenn sie gerade mal nicht da ist, ist das eine Möglichkeit, mal ein bisschen ihr Zimmer aufzuräumen und auch mal ein bisschen Sachen in andere Kisten zu räumen, die sie nicht mehr benutzt, weil das ja dann doch schon so eher in Richtung Babyspielsachen geht und sie ist ja jetzt nun schon 5 und ach, die Zeit vergeht so extrem schnell. Naja, was will man machen? Ich habe vorhin schon Schuhschränke sauber gemacht und Schuhe von meiner Schwester ausgemistet und meine muss ich dann noch putzen. Dann habe ich den Eingangsbereich gesaugt und auch noch ein bisschen sauber gemacht und aufgeräumt. Und wie gesagt, jetzt bin ich gerade bei meiner Schwester im Zimmer. Habe jetzt schon soweit alles aufgeräumt. Also, sie hat halt hier unten so Puppenbetten und lauter Spielsachen. Hier unten sind jetzt quasi die drin, die sie eben noch verwendet zum Spielen. Und da oben sind dann eben die, die noch zu groß, also für die sie einfach noch zu klein ist. Also die einfach für, wenn sie ein bisschen älter ist, quasi zum Spielen sind. Und in den Kisten sind dann noch welche, die eben, wofür sie eben schon zu alt ist. Dann hat sie so eine kleine Küche von mir bekommen. Also das war quasi vorher eine, die in meinem Zimmer stand. Und da habe ich jetzt auch mal alles aufgeräumt, also hier oben Staub gewischt und alles wieder hingestellt und hier alles wieder ordentlich eingeräumt, weil ja, alles voll mit Lebensmitteln war. Es ist ganz niedlich irgendwie, wenn sie damit immer spielt. Dann hat sie zu Weihnachten einen Einkaufsladen bekommen, den hatte ich vorher auch verwendet. Den habe ich jetzt auch mal Staub gewischt und wieder ein bisschen aufgeräumt. Das Geld kommt dann noch in die Kasse, das sollte nicht hier offen rumliegen. Spaß beiseite. Auf jeden Fall, ja, habe ich hier auch noch ein bisschen aufgeräumt und Sachen, die eben hier so im Weg rumstanden, noch mit unter das Bett geschoben. Und jetzt sieht ja eigentlich wieder alles ganz okay aus. Und ich, ja, gönne mir jetzt wahrscheinlich mal eine Pause, beziehungsweise werde noch ein bisschen was weitermachen. Mal schauen. Ich muss dann noch draußen Unkraut machen. Ich wollte heute noch mal ein Lagerfeuer machen, wenn der Wind dann vielleicht ein bisschen nachlässt. Mal schauen, weil wir ziemlich viel Holz zum Verbrennen haben. Die Biomülltonne muss ich noch füllen. Also ich habe ordentlich zu tun heute. Ich wollte auch noch ein Video hochladen. Also da habe ich heute früh dann schon angefangen, ein bisschen zu schneiden. Das mache ich dann noch zu Ende. Ja, es geht voran. Jeden Tag immer ein bisschen was machen und dann wird das schon irgendwie werden. Mal schauen, ob ich heute die Nacht allein bleibe, ob mein Bruder kommt oder ob mein Freund bei mir pennt. Da sind wir uns noch nicht ganz einig gewesen, weil ich eben, ja, mir noch überlegen muss, ob ich das denn heute Abend alleine aushalte. Mal schauen, wie das so läuft. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne alleine zu Hause bleibt. Also ich bin jetzt eigentlich in dem Alter, wo mir das nichts mehr ausmacht. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich bin auch teilweise manchmal gern allein zu Hause, um einfach die Zeit ein bisschen zu nutzen und so. Aber wenn man dann eben alleine abends dann ist, wenn es dann draußen dunkel ist und eben gerade in unserem Nachbardorf eben früher schon oft mal eingebrochen wurde, man sich dann so überlegt, es sieht ja eben so aus, als wäre keiner zu Hause und dann nutzt mal jemand die Chance und steigt irgendwo in ein Fenster ein und ich habe dann immer so diese Vorstellung, wie ich dann in meinem Bett liege und mich nicht mehr rühren will, weil ich eben nur Geräusche höre und irgendwelches Flüstern oder so von diesen Einbrechern. Ich weiß nicht, ob ich da einfach ein bisschen sehr mich rein vertiefe und die Vorstellung die ganze Zeit einfach in meinem Kopf ist. Aber ja, mal schauen, ob ich das heute Abend überstehe oder wie gesagt, ob ich meinen Freund anrufe. Mal schauen, bis dann habe ich jetzt noch ordentlich zu tun. Es ist jetzt, die Uhr wird falsch. Es ist jetzt mittlerweile, meine Uhr scheint nicht mehr zu funktionieren. Ich denke, es ist jetzt mittlerweile um 12 ungefähr, um 2. Und ich habe vorhin noch ein paar Weintrauben während meiner Arbeit genascht. Und meine restliche halbe Birne noch gegessen. Wie gesagt, jetzt die ganze Zeit noch rumgeräumt. Ich denke, ich werde jetzt noch saugen und dann mal rausgehen, mal schauen. Das Wetter ein bisschen genießen. Sport muss ich heute auch noch machen. Und dann, ja, melde ich mich dann später nochmal.
Ich habe dann jetzt mal Sport noch fertig gemacht. Ich bin wieder total K.O. und habe mir jetzt schnell noch diese zweite Gemüsefolie von letztens in die Pfanne gehauen. Da ist wieder Paprika, Zucchini, Zwiebeln und Tomate drin. Die brate ich mir jetzt noch schnell an. Und dazu gibt es dann gleich noch einen Grill-Camembert. Und den brate ich jetzt noch von beiden Seiten an. Und das wird heute mein Mittagessen sein. Es ist jetzt einfach schon um 4, gleich 4:45 und ich esse jetzt Mittag. Ich habe ja quasi heute mein Frühstück zum Mittag erst um 12 gegessen, meine Haferflocken. Und deshalb ist es jetzt quasi mein Abendessen schon fast zusammen mit meinem Mittagessen. Und da freue ich mich jetzt gleich richtig drauf und mache einfach mal eine kurze Pause, weil ich total K.O. bin. Ich hatte gerade noch ein bisschen Lust auf Süßigkeiten und damit ich jetzt nicht erst wieder rumfresse, habe ich mir jetzt ein bisschen Gurke geschnitten und eine Möhre. Und dazu dippe ich jetzt noch den restlichen Quark. Das ist der, den ich letztens gegessen habe mit viel Eiweiß steht hier drauf. Und die Zutaten hier drin sind Speisequark, Rahm, Petersilie, Schnittlauch, Lauchzwiebel, Zwiebel, weißer Pfeffer und Speisesalz. Also jetzt nichts Dramatisches und kein Zucker. Zumindest steht es jetzt nicht drauf. Und das snacke ich jetzt noch so nebenbei. Und ja. So, ich habe mir jetzt mal Mittagessen gemacht. Oh mein Gott, wie lange bitte gab es das jetzt nicht mehr bei mir? Ich weiß nicht, ob ihr meine früheren Food Diaries noch kennt, wo ich das fast jede Woche gegessen habe. Entweder mit asiatischem Gemüse oder eben das Kichererbsen-Curry. Und ich habe es mir jetzt endlich mal wieder gemacht, weil wir eben noch Kokosmilch da hatten und ich der Meinung war, dass ich das jetzt so lange nicht mehr gegessen habe. Außerdem haben wir auch noch Zucchini in Massen da, weil jetzt momentan ja Zucchini-Saison ist. Und da ich ja wie gesagt alleine zu Hause bin, muss ich die auch irgendwie leer bekommen. Deswegen habe ich mich heute mal dazu entschieden, Kichererbsen-Curry zu machen. Ich habe dazu jetzt ein bisschen Naturreis gekocht. Und in dem Kichererbsen-Curry ist wie immer eigentlich bei mir Brokkoli drin, Möhre, ein paar Tiefkühlerbsen, dann noch Kichererbsen und Zucchini. Dann lösche ich das mit Kokosmilch immer ab, mache noch ein bisschen Sojasauce dazu und eben noch ein paar Gewürze. Und das lasse ich mir jetzt schmecken, weil das super lecker aussieht und super gut riecht. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich habe auch schon Sport gemacht, war also schon fleißig heute. Und das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Ja, am Abend war dann mein Freund bei mir und wir haben uns ein bisschen was Besonderes, sage ich jetzt mal, zum Abendessen gemacht. Also ich habe jetzt nicht selber gekocht, sondern wir haben uns einfach einen fertigen Flammkuchen in den Ofen geschoben. Aber wir haben dazu mal versucht, Kartoffelchips selber zu machen. Wir haben einfach Kartoffeln geschält, die in dünne Scheiben geschnitten, mit Olivenöl beträufelt sozusagen und Salz, Pfeffer und Paprika dazu gegeben, alles gut vermengt und dann in den Backofen geschoben, bis sie knusprig waren. Also manche sind jetzt ein bisschen braun geworden, aber an sich haben sie trotzdem echt lecker geschmeckt. Ist auf jeden Fall eine gesündere Alternative, probiert es mal aus. Und das haben wir dann eben bei gegessen und einen Film geschaut. Und als wir dann am nächsten Morgen eben munter geworden sind, war es dann doch schon gegen um 11 und wir lagen dann noch bis Mittag im Bett. Haben uns dann also irgendwann aufgerafft und uns gleich Mittagessen gemacht. Mein Freund hat sich da Pfannkuchen gebacken und ich habe mir noch mein restliches Kichererbsen-Curry vom Tag zuvor warm gemacht. Einfach noch ein bisschen mit Naturreis und dann haben wir wieder einen Film geschaut. Und gegen Nachmittag gab es noch ein bisschen Honigmelone und Stachelbeeren, das haben wir noch so nebenbei genascht. Und dann ging es zur Fahrschule. Wie sich dann rausstellte, war das ein bisschen umsonst, weil wir doch schon den Theorieteil hatten und somit konnten wir ein bisschen eher gehen, waren dann noch kurz bei mir und haben meinen Garten fertig gemacht, meinen Hasen gefüttert und dann habe ich mir noch schnell ein Abendessen vorbereitet, das ich dann bei ihm gegessen habe. Das war einfach eine Schüssel mit Salat. Da war Gurke, Tomate, Paprika, ein bisschen Eisbergsalat und Mais drin, dann noch ein bisschen Avocado und Olivenöl. Dann habe ich das gut miteinander vermengt und dann noch bei ihm zu Hause gegessen. Und ja, am nächsten Tag ging es dann zum Erste-Hilfe-Kurs. Wir sind um 6 aufgestanden, um 6:45 mit dem Bus zu fahren und mussten eben, beziehungsweise müssen eben noch den Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein machen. Und da habe ich bei ihm dann zum Frühstück nur eine Portion Haferflocken gegessen mit Milch und ein paar Weintrauben und Zimt, wie ich das eben so immer esse. Obwohl ich jetzt eigentlich noch nicht so wirklich Hunger hatte, weil es relativ früh war, aber so an sich wollte ich eben was gegessen haben. Wir haben uns dann aber unterwegs noch ein Roggenbrötchen geholt, einfach für unterwegs zum Essen. Und als wir dann eben dort angekommen sind, meinten die eben, ja, ihr seid zu spät, ihr kommt beim nächsten Mal bitte pünktlich, obwohl es 2 Minuten nach um 8 war und um 8 geht der Kurs los. Und an sich wir eine Stunde, eine Viertelstunde für die Bahn und den Bus eingeplant haben, ich extra eine Tageskarte für 8 Euro bezahlt habe und 2 Tarifzonen und wir dann einfach 2 Minuten zu spät waren und es hieß, ja, kommt bitte beim nächsten Mal pünktlich, ihr könnt jetzt wieder nach Hause fahren. Und so haben wir 8 Euro umsonst bezahlt, sind völlig umsonst in die Stadt gefahren, es war ja auch gerade mal um 8, das heißt, es waren auch noch keine Läden offen und wir standen dann einfach da und wussten nicht wohin mit uns. Ja, das war eigentlich der beste Zeitpunkt, um den Erste-Hilfe-Kurs zu machen, aber ja, wir waren ja zu spät.
obwohl dort eigentlich nirgendwo etwas ausgeschildert war und man erstmal überhaupt das Gebäude finden muss. Noch dazu, wer nur vom Dorf kommt und man da schon eine weite Strecke bis in die Stadt hat mit Bus und Bahn. Und ja, na gut, wir waren 2 Minuten zu spät und das war jetzt dramatisch. Ich war dann dem Tag dann einfach komplett angepisst. Wir sind uns dann einfach noch zu einem Café gelaufen, hat mein Freund noch einen Kaffee getrunken. Ins Kino konnten wir nicht gehen, das hatte zu. In die Läden konnten wir auch nicht gehen, die hatten zu. Und so sind wir einfach mit Bus und Bahn wieder nach Hause gefahren. Und ja, ich glaube, für mich war der Tag dann einfach gelaufen. So, ich bin dann jetzt auch endlich mal zu Hause nach dem strömenden Regen. Ich habe mir jetzt schnell was zu essen gemacht. Es ist gerade mal 11 Uhr. Ich war aber die ganze Zeit unterwegs und das, was ich machen wollte, fiel ins Wasser. Und ich habe mir aber schon fürs Essen zwischendurch ein Roggenbrötchen geholt. Und heute früh gab es bei mir zum Frühstück schon eine Schüssel Haferflocken mit Weintrauben, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und jedenfalls gibt es bei mir jetzt ein Roggenbrötchen. Das habe ich jetzt mit Avocado bestrichen und Tomate obendrauf. Und hier ist noch Frischkäse und diese Wurst eben, das ist so Mortadella. Wurst, die habe ich nur genommen, weil ich eben allein zu Hause bin und die langsam mal leer werden muss. Und eigentlich bin ich gar nicht mehr so der Wurst-Fan. Also ich esse es gern, aber es ist halt eben dieses verarbeitete Fleisch, was eben nicht so gut ist. Und es ist jetzt auch gerade mal 11:45 Uhr, also ja, ich esse jetzt einfach, weil ich nichts zu tun habe und weil ich einfach Bock habe, jetzt was zu essen. Und ich denke, heute Abend werde ich dann einfach ein bisschen zeitiger mein Abendessen machen. Und Sport muss ich dann auch noch machen. Jedenfalls gibt es das jetzt bei mir und hier ist noch eine halbe Paprika. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Wenn das nicht mal absolut lecker aussieht. Ich habe jetzt mal Zucchini gemacht zum Abendessen nach dem Sport, weil ich ja so viel Zucchini aus dem Garten da habe und ja immer noch allein bin. Und zwar ist es jetzt einfach, ja, Zucchini angebraten. Und wenn die dann so anfängt weich zu werden, also quasi fertig wird, lege ich immer Feta oben drauf. Das mache ich mit meinen Eltern ziemlich oft. Also einfach so Zucchini-Scheiben mit Feta. Das ist super, super lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Dazu habe ich mir jetzt noch eine Vollkorntoastscheibe getoastet, damit es nicht so wenig ist. Und ich habe jetzt zwischendurch noch ein bisschen Mais gegessen, ungefähr eine halbe Dose, die von meinem Salat gestern übrig geblieben ist. Die habe ich jetzt so zwischendurch noch genascht. Und ja, das lasse ich mir jetzt mal schmecken. So, ich habe jetzt doch noch schnell ein zweites Toast getoastet, weil ich jetzt doch die zweite Hälfte der Zucchini noch mit Toast essen möchte. Ja, ich lasse es mir schmecken, würde ich sagen. Also es ist super, super lecker, probiert es unbedingt mal aus. Ja, ich bin dann abends doch noch zu meinem Freund gegangen, weil ich ungern allein zu Hause bleiben wollte. Ich habe mir das irgendwie jeden Abend vorgenommen und bin dann trotzdem noch spontan zu meinem Freund. Und da habe ich dann am nächsten Morgen eben bei ihm einen Naturjoghurt gegessen, den hatte ich mir mitgenommen gehabt. Mit einer zerdrückten Banane habe ich den gegessen, ein bisschen Zimt. Dann habe ich mir noch so eine Plattpfirsich drauf geschnitten, das war mega, mega lecker. Und noch ein paar kernige Haferflocken, die er zu Hause hatte. Dazu gab es eine Tasse Tee und das habe ich mir dann richtig, richtig schmecken lassen. So, bei mir gibt es jetzt mal Mittagessen. Ich habe mir jetzt einfach eine Gemüsepfanne gemacht, weil wir so viel Zucchini haben. Also einfach Zucchini, eine halbe Paprika, eine gelbe und eine große Tomate noch in der Pfanne angebraten. Dazu gibt es jetzt einfach einen Klecks Reis. Das war mal so ein, ja, Test, Risotto zu machen. Also es ist einfach Reis mit ein bisschen Kokosmilch, Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Paprika. Einen Schuss Milch habe ich noch mit dran gegeben, wenn ich das gerade noch nicht gesagt habe. Parmesan und das war es eigentlich. Und ein bisschen Butter und... ja, mal schauen. Also es schmeckt ganz okay, es ist jetzt kein super Rezept von mir. Ich habe auch noch ein bisschen Reis im Topf, den werde ich, denke ich, auch noch essen. Und ja, das lasse ich mir jetzt mal schmecken. So, bei mir gab es eben noch ein paar Nüsse und Rosinen. Und ich glaube 3 Vierecke von dieser Zartbitter-Schoki mit 85% wieder. Und jetzt habe ich mir noch eine Kiwi gemacht und ein bisschen Birne. So, ich mache mir jetzt Abendessen und zwar einfach einen Tomaten-Mozzarella-Salat. Dazu nehme ich so eine Knorr-Salatmischung, diesmal Balsamico-Kräuter. Da nehme ich aber nicht die ganze, da mache ich wirklich nur einen Esslöffel allerhöchstens ran. Das sind die, die ich übrigens immer in meinen Videos erwähne. Also da gibt es davon auch noch andere Tüten. Also wir haben noch italienische Art. Dann, wie gesagt, diese Balsamico-Kräuter. Zwiebelkräuter haben wir noch da, wir haben auch noch Salatgewürz und solche Sachen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Arten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auf jeden Fall sind die eigentlich super lecker für Salate. Klar, man kann sich vielleicht sein Dressing auch selber machen. Ich nehme das eigentlich auch nur für Tomate Mozzarella, weil wir eben kein Balsamico da haben, beziehungsweise haben wir welchen da, aber ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Deswegen nehme ich eben das jetzt für meinen Tomate Mozzarella Salat. Dann habe ich mir noch ein paar Tomaten rausgelegt und die schon gewaschen. Dann kommt ein ganzer Mozzarella-Käse dran. Hier nehme ich auch die Vollfett-Variante. Dann etwas Olivenöl und natürlich Basilikum. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das Ganze mache.
Ja, jetzt verrühre ich das Ganze einfach noch schnell. Also ich habe es jetzt alles in kleine Stücke geschnitten, noch ein bisschen Basilikum gewaschen, verrühre das. Und dann ist der Tomate-Mozzarella-Salat auch schon fertig. Geht super schnell und dafür, dass es, wie gesagt, so schnell gemacht ist und auch so einfach ist, schmeckt es auch super lecker. Ist ja auch jetzt nichts Besonderes, aber ja, das ist jetzt mein Abendessen. So, ich bin dann jetzt auch mal von meinem Freund zurück. Also ich war seit um 11 ungefähr zu Hause. Jetzt ist es schon mittlerweile 11:45. Ich mache dann auch in einer Stunde los zum Bus. Die ersten zwei Stunden, glaube ich. Jetzt ist es 11:45, 11:45. Ja doch, 11:45. Nee, 11:45 mache ich los zum Bus. Ich habe mir jetzt schnell Essen gemacht nach dem Sport. Und zwar gibt es bei mir jetzt noch den letzten Naturgurt, den ich zu Hause hatte. Mit einer zerdrückten Banane, bisschen Zimt. Obendrauf ist noch ein halber Apfel, zwei Weintrauben, ein bisschen Haferflockenzarte, Mandeln und Rosinen. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Dazu gibt es eine Tasse Blueberry Muffin Tee. Heute mal in einer ganz anderen Tasse, weil die andere jetzt in der Spülmaschine ist. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich schaue jetzt auch noch ein bisschen Fernsehen, weil ich jetzt einfach mal ein bisschen runterkommen will. Draußen hat es geregnet und ich bin klitschnass geworden, weil ich gestern spontan zu meinem Freund gegangen bin in Schlappen. Also in Gartenschlappen und in einer Jogginghose. Entschuldigt mein Aussehen, ich war gerade duschen. In Jogginghose und meinen Gartenschlappen bin ich gestern zu meinem Freund gegangen. Mit einem Schlüssel und meinem Handy, mehr nicht. Und habe jetzt die Nacht über bei ihm gepennt. Ich hatte gestern Abend wieder einen sehr großen Fressanfall. Und diesmal war es aber nicht so, dass ich einfach nur Schokolade gegessen habe oder Süßigkeiten in Massen, sondern ich habe dann angefangen, mir einen Tassenkuchen zu machen. Also ich habe erst Eis gegessen. Dann habe ich mir einen Tassenkuchen gemacht, mit Nutella die ganze Zeit gelöffelt. Dann war mir danach schon relativ schlecht. Dann habe ich mir aber noch Pfannkuchen gemacht und habe davon auch noch zwei Stück gegessen. Den dritten habe ich nicht geschafft. Und mit Nutella und Zucker und Zimt und so. Mir war so schlecht, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe versucht, alles Mögliche zu essen, was ich überhaupt, was irgendwie geil ist. Sprich Eis und Pfannkuchen sind ja auch super lecker mit Nutella und so. Also das ist gestern sehr, sehr eskaliert. Ich habe mich danach sehr schlecht gefühlt. Und ich gehe eigentlich nie zu meinem Freund, wenn es mir schlecht geht. Also ich gehe dann meistens nur eine Runde spazieren, heul mich aus und will eigentlich zu meinem Freund gehen, aber gehe dann immer an seinem Haus vorbei, weil ich es mir nicht traue. Und da ich gestern eben am Abend sowieso eben nicht alleine bleiben wollte und nicht bei mir schlafen wollte alleine, bin ich eben dann zu ihm gegangen und habe mich bei ihm ausgeheult. Und er hat mich halt ganz süß in den Arm genommen und hat mich abgelenkt. Und was ich immer so süß finde, ist, dass er eben mich umarmt, mich tröstet und dann aber gleichzeitig versucht, mich wieder zum Lachen zu bringen. Und das ist so schön und jedenfalls war das gestern eine super Ablenkung. Ich habe dann, wie gesagt, bei ihm gepennt und bin heute früh dann nach Hause gelaufen im strömenden Regen. Habe jetzt, wie gesagt, Sport gemacht, war duschen, gucke jetzt Fernsehen und, wie gesagt, esse nebenbei. Ich hoffe so, dass das mit dem Essen aufhört. Es fällt mir momentan so schwer, normal zu essen. Und ich würde so gern einfach mal dieses Thema Essen zur Seite schieben und einfach mal mich um andere Dinge kümmern, als nur ans Essen zu denken. Ich werde das die nächsten Wochen definitiv versuchen. Bei mir liegt es einfach daran, dass ich mich überhaupt nicht durchsetzen kann. Also wenn ich merke, ich bekomme Heißhunger, dann halte ich das vielleicht eine Viertelstunde aus, nichts zu essen und dann gebe ich aber nach und esse trotzdem und höre dann aber auch nicht auf, sondern fress dann eben, weil ich einfach diese Lust nach Süßigkeiten habe und ich denke, mein Durchsetzungsvermögen muss einfach besser werden und das möchte ich jetzt einfach versuchen, egal wie sehr ich an Essen denke, ich möchte einfach versuchen, nicht zum Essen zu greifen. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade momentan sowieso nicht wirklich was Süßes zu Hause und ich hoffe einfach, dass ich das jetzt die Tage irgendwie umsetzen kann. Und ja, ich werde mir das mal mein Essen gönnen. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade so aussehe. Meine Haare sind noch nass und ich habe Augenringe des Todes. Ich fahre dann, wie gesagt, zur Fahrschule und doch nicht in einer Stunde, sondern in zwei Stunden erst, weil das ist 14:30 und ich fahre 11:45 dann hier mit dem Bus und jetzt ist es ja gerade mal 11:45. Also habe ich jetzt noch zwei Stunden Zeit, ein bisschen was zu machen. Bei uns draußen regnet es, wie gesagt, deswegen kann ich leider nicht Unkraut machen, deswegen kann ich leider nicht ans Lagerfeuer. Und deswegen muss ich da ein bisschen was drin machen, habe ich gestern auch schon gemacht. Und ja, ich melde mich da nochmal.
Hallo Leute, ich melde mich auch mal wieder. Ich war bei der Fahrschule und ich habe es geschafft. Und diesmal nicht bei der Theorie, sondern bei der Praxis. Es war so geil. Entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe es auch schon relativ gut hingekriegt, würde ich schon sagen. Also mein Bruder hat mir das ja am Donnerstag, also vor einer Woche, ja schon mal erklärt, wie das so ist mit Gas und Kupplung. Dass man eben erstmal Kupplung treten muss, dann Gas dann Gang einschalten. Dann langsam von der Kupplung runter und dann Gas, wenn er eben losfahren will. Also das Auto. Ich denke mal, die von euch schon einen Führerschein haben, die wissen, was ich meine. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon soweit seid, ob ihr einen Führerschein schon habt oder ob ihr gerade dabei seid wie ich. Oder ob ihr eben noch viel zu jung dafür seid. Würde mich mal voll interessieren, weil wie gesagt, ich werde dieses Jahr erst 17. Das heißt, in meiner Probezeit quasi bin ich noch auf einen Mitfahrer quasi angewiesen, aber das finde ich auch gar nicht so schlecht. Und dann, wenn ich 18 bin, quasi noch nicht, also ein halbes Jahr, glaube ich, später, kommt drauf an, wann ich dann meinen Führerschein habe, oder wenn so nicht sogar ein Jahr später, kann ich dann endlich alleine fahren und habe meine Probezeit weg und ach, was weiß ich. Auf jeden Fall war es super cool, es hat super viel Spaß gemacht. Wir sind immer so in so einem Gewerbegebiet immer so in so einem Viereck gefahren und deswegen konnte ich eben dann auch gleich das Lenken mitüben und alles. Und er hat eben gemeint, dass es ganz gut lief. Morgen habe ich nochmal 1,5 Stunden. Das heißt, morgen quasi genauso wie heute von 14:30 bis 16 Uhr. Dann hat er mich noch nach Hause gefahren, war auch super lieb. Und ja, morgen ist dann auch das letzte Mal erstmal. Dann sind erstmal 2 Wochen Pause oder 3 Wochen sogar wieder. Ich glaube 2 Wochen erstmal, weil ich eben 1 Woche im Urlaub bin und er eben auch noch 2 Wochen Urlaub hat. Und dann im August geht es wieder los und ich freue mich so super drauf. Und naja, wie gesagt, jetzt bin ich wieder zu Hause schon seit einer Weile, habe jetzt gerade mit meinen Eltern noch telefoniert, habe noch 10 Minuten auf dem Hometrainer oder bin noch 10 Minuten auf dem Hometrainer gewesen und habe jetzt einfach draußen Beeren gepflückt. Schaut es euch an. Eine ganze Schüssel voll. Also ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ich glaube, ich habe euch das schon mal gefragt, ob ihr denn auf dem Dorf oder in der Stadt wohnt. Ich wohne ja auf dem Dorf und wir haben eben einen ziemlich großen Garten und der Vorteil ist eindeutig von dem Garten, dass man einfach Beeren pflücken kann nach Lust und Laune, beziehungsweise Essen anbauen kann. Also wir haben super viel Gemüse, wir haben super viel Obstbäume und eben auch Früchte. Und ich habe jetzt eben eine Riesenschüssel mit Stachelbeeren gepflückt. Unsere Johannisbeeren sind dieses Jahr wieder voll eskaliert. Da sind immer super viele Beeren dran, so viel kann man gar nicht essen. Ich glaube, davon haben wir jetzt schon 3 Eimer oder so eingefroren. Dann beginnen jetzt die Brombeeren langsam. Da habe ich jetzt diese 2 Riesen Brombeeren schon mal pflücken können. Und Himbeeren sind tatsächlich auch noch ein paar da. Und die sind jetzt ein bisschen größer als letztes Mal. Himbeeren finde ich immer am geilsten, aber Stachelbeeren sind auch super lecker. Beeren allgemein bin ich voll der Fan von. Die wasche ich jetzt mal alle. Und dann werde ich heute bestimmt noch ein paar davon naschen, mal gucken. Finde ich super nice gerade, dass wir noch so eine große Schüssel Beeren haben. Beziehungsweise ich jetzt so viel noch pflücken konnte. Und ja, die werde ich jetzt mal waschen. Und dann mal gucken, was ich noch mache. Heute Abend noch einen Film schauen, Abendbrot essen und dann bin ich heute schon wieder alleine zu Hause. Aber heute werde ich mal nicht zu meinem Freund gehen, heute werde ich alleine bleiben. Und den Abend allein verbringen. Naja, wird schon gehen. Und heute Abend, denke ich, gibt es wieder Zucchini. Die ist auch aus dem Garten. Zucchini mit Feta. Mal schauen, da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Jetzt wasche ich die erstmal. Und ja, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auf dem Dorf lebt oder eben in der Stadt. So, ich habe es mir jetzt bei meinem Bruder gemütlich gemacht und schaue auf Blu-ray Thor, weil ich gerade die Marvel-Filme durchgehe. Und dazu gibt es so ein Skier-Eis. Ich glaube, ich habe dir schon mal gezeigt, in der Sorte Sauerkirsch. Die gibt es im Lidl mit der weißen Schoki drumherum. Und das lasse ich mir jetzt schmecken und gönne mir hier einfach mal chillig auf der Couch zu liegen. Naja, so lässt sich leben, würde ich sagen. Ja, und auch an dem Abend bin ich dann noch zu meinem Freund gegangen und dann ist auch nichts mehr weiter passiert. Also ich wollte den Abend dann nicht alleine verbringen, deswegen bin ich dann doch noch zu meinem Freund gefahren oder gelaufen relativ spät abends. Ja, das war erstmal mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn ich habe noch ein bisschen was auf Lager, was ich gefilmt habe die Woche über. Das kann ich euch gerne noch online stellen und ansonsten natürlich auch noch Videos aus dem Urlaub. Da freue ich mich richtig drauf, die euch zu zeigen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.